Und schon fällt Toffi nichts mehr ein, was er sagen kann. Wir streamen jetzt schon wieder, wie lang? 2 Stunden, 20 Minuten. Und jetzt gehen wir, ja, ein bisschen länger. 2,5 Stunden. Und jetzt geben wir schon die Gesprächsthemen aus. Was ist los mit mir? Oh Gott, Alter! Wie so eine Möwe angeschrien hier. Ist verstanden, ist gut. Hier sind noch Schätze. Wo müssen wir denn jetzt letztendlich hin? Wir müssen nach... Achso. Auf einer anderen Insel. Genau, also. Wir sind jetzt gerade... an welchem Hafen bin ich denn jetzt? Oh, das ist so un... Oh, diese Unübersichtlichkeit, ne? An welchem Hafen bin ich denn jetzt? Wir sind alle gesperrt. Das heißt, ich muss eigentlich an einem ganz bestimmten Hafen sein. Bin ich hier richtig? Alter, leck mich. Ich gehe jetzt einfach zum... Mann! Ich bin sag hier. Du streamst erst 29 Minuten. Nein, ich habe den neu gestartet, den Stream. Mann. Ich bin ein Ganze. Guck mal, Nacktsicht. Ich find's aber toll als Katze, so im Regen. Ich find's toll. Nein. Entschuldigung, ich muss das ausprobieren. Ich fand's lustig. So. Ich biete jetzt meine Geschenke. Ich weiß ehrlich gesagt schon gar nicht mehr, warum ich diese Geschenke darbieten muss. Damit ich mit irgendjemandem reden kann. Das war, glaube ich, die Story, oder? Glaube ich. Ich glaube, das war die Story. Jetzt gucken wir uns einfach mal an, was da passiert. Vielleicht können wir dann denjenigen überreden, einfach mal das Wasser abzustellen, damit es nicht mehr regnet. Und dann sieht die Welt wieder ganz viel schöner aus. Ich habe ja echt noch... Ich glaube, ich esse jetzt gleich wirklich noch ein bisschen Süßkram. Das mache ich irgendwie bei Chia sowieso gar nicht ganz oft. Ich weiß nicht, wieso. Guck, jetzt fange ich schon wieder an. Weil wenn die reden, dann muss ich sowieso die Fresse halten. Das ist ja das Schlimme. Ach, die Tante, stimmt! Savi, du soll er liest. Oui. Par ici. Ich vertraue dem Fahrstuhl nicht. Also ich wäre da nicht eingestiegen. Ganz ehrlich. Ich geh da doch nicht hin. Geh lieber bleib lieber bei Ilse, die da alles feucht durchwischt. Du weißt? Und jetzt muss sie alles neu. Alter! Das ist nicht lustig. Hör auf zu lachen. Was macht die mit dem Baby? Nicht nochmal die Kopf ab. Wer hat das Baby gegessen?
Ich bin schockiert. Die hat das Baby gegessen. Jetzt nicht hinfallen. Oh, danke, Arsch. Der Retter in der Not, weißt du, dann hups. Das Baby wurde aufgegessen, Leute. Das ist ein Horrorspiel. Da hat jemand ein Baby gegessen. Das war voll süß, das Baby. Und es wurde gegessen. Das ist kein Feel-Good-Spiel. Ich boykottiere das. Alter. Lass mich raten, da ist das Huhn drin. Oder noch ein Baby für den Nachtisch. Oh Gott, Alter. Das ist die ganze Zeit einfach so, oh, so schön, oh, das ist so schön, oh, die Umgebung, oh, die Bilder, und das Wasser und so, und dann frisst das ein Baby. Aber das ist eine Wendung, mit der man nicht rechnet, sowas ist geil. Ja, tatsächlich, du stehst doch auf Horror. Ja, aber doch nicht bei sowas. Das ist, als wenn du einen Disney-Film guckst und auf einmal ziehen die sich nackt aus und bumsen vor der Kamera. Mit voller Möhre. So richtig, ne? Bist du doch schockiert. Aber Alter, das sieht schon wieder schön aus. Ich find's schon wieder schön. Oder ich will da hin. Kann ich da bitte schwimmen? Ach man, das ist so schön. Okay, wir gucken uns mal an. Wir sind wieder auf einer ganz neuen Insel, ne? Ja. Nee. Hä? Was? Nein? Also doch, ich muss ja wieder auf meinen... Ach! Ich weiß nicht, wo ich bin. Das ist eine mysteriöse Insel, deswegen kann ich das auf der Karte nicht sehen. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Es ist aber sehr schön hier. Habt ihr mitbekommen, dass der Winnie-Pooh-Horrorfilm doch nicht kommt? Hä? Ich dachte, der ist schon fertig. Hä? Ist der nicht schon fertig? Ich dachte, den haben doch Leute schon gesehen. Da wurden doch schon Reviews zugemacht, oder nicht? Oder waren das nur Testzuschauer und die haben festgestellt, das geht nicht gut? Ja, eben, Lauri sagt es auch in einem Land wahrscheinlich nur. Eben, weil den gibt's doch schon, der ist doch schon fertig. Also, wäre jetzt ein bisschen komisch, wenn sie den einfach nur nicht mehr zeigen würden. Oh, psch. Gummibärchenzeit. Jetzt kommt wieder irgendwas, wird jetzt wieder gegessen. Ich esse Gummibärchen. Die schlitzen mich gleich auf und die liegen überall Gedärme und so, ne? Ja, alles gut. Amela ite muaken. Ke ite unapan. Angatia isaito ichele. Ite idine me ite at. Adrini tuangat aloi, e tuamitu teangat. Unimesa teangat laelu. Es sieht aus wie ein riesiger Kinder-Country-Riegel. Was hat das Spiel hier noch zu bieten? Oh! Klau nicht meine Kamera, ja? Und blind.
Oh, Alter, das geht so nicht. Wie lange lebt denn das Viech? Das hat keinen Kopf. Kann das jetzt mal aufhören? Dieser Running Gag wird irgendwann mal ausgelutscht. Könnte aber auch eine Waffe sein. Das wissen die ja nicht, ob es eine Waffe sein könnte. Oh, ich muss wieder Musik machen. Rumpadumpadumpadumpadum. Ihr hört schön zu und ich muss mich konzentrieren. Wenn das Huhn wieder auftaucht, mit ohne Kopf, dann wisst ihr Bescheid. Als ob ich das schaffe. Alter. Die Musik ist toll. Give me the beat. Okay, das kam jetzt ein bisschen plötzlich. Oh, Alter. Okay, der Beat war geil. Alter. Okay, die Insel gefällt mir. Die ist super. Aber es war jetzt echt schwierig. Das hätte die jetzt auch nicht von alleine machen können. Die hätte jetzt nicht die Hand da durchstecken können und das einfach umhebeln können. Das hat die nicht machen können. Die hat ja nicht zwei Hände. Das wäre zu viel. Ist gut, dass das mit einer Mistgabel gemacht wurde. Okay, aber die Gegend sieht tatsächlich bei Nacht sogar noch viel schöner aus. Guck mal. Oh, schön. Oh, aber warte mal, ich muss nach da oben gehen und muss mal schreien. Ich muss mal schreien. Warte kurz. Und? Gesundheit! So, es gibt noch eine Perle hier irgendwo. So, ich bin auf dieser kleinen Insel. Upsa. So, und das heißt, wir müssen jetzt hier rausfinden, was wir... Alter, es gibt hier wieder viel zu viel zu sammeln, ne? Ich weiß aber nicht, wie oft wir noch zu dieser Insel kommen werden. Deswegen würde ich vorschlagen, wir sammeln jetzt wirklich mal alles hier. Wir fangen jetzt mal da an. Das ist wahrscheinlich der äußerste Punkt. Und dann sammeln wir mal das Zeug, weil ich weiß nicht, wie oft wir noch hierher kommen. Ist, denke ich mal, am geschicktesten. Weil das sieht nicht so aus, als ob man hier wirklich viel Story macht. Da ist wahrscheinlich einfach nur mal kurz ein kleiner Zwischenstopp und später kommt man dann hier wahrscheinlich gar nicht mehr her. So. Wir sind doch deine Perlen. Natürlich. Ihr seid meine Pearls. Ihr seid meine leuchtenden Perlen, meine strahlenden Diamanten. Pokémon-Anspielungen. Apropos, ich bereite übrigens gerade vor... I'm sneaky. I'm a little bit sneaky. I'm a snake. I'm a little bit sneaky. Entschuldigung, wollte ich immer mal machen.
Hier, ja. Was macht die Schlange eigentlich? Kann die auch kacken? Warte mal. Warte. Die kann nix. Die kann nix. Ich sag doch, Schlangen sind scheiße. Hab ich schon immer gesagt. Muss eine Nachtschicht. Viel Spaß bei der Nachtschicht. Danke fürs Vorbeischauen. Ich bereite übrigens gerade vor, dass ich den nächsten Pokémon-Stream mache. Ich will nämlich das Ende mit euch noch machen. Guck mal hier. Tote Schlange. Genau, was würdest du sagen mit Pokémon? Genau das. Dass ich mit euch den Rest vom Pokémon-Spiel noch spielen will. Also, ich hab's nicht vergessen, Leute, aber die Challenge ist rum. Bei der Challenge kommen wir leider nicht mehr weiter, weil die Challenge war ja, dass ich ja, ein bisschen Nuzlocke mit reinbringen wollte. Hat ja leider nicht geklappt und deswegen müssen wir es jetzt ohne Nuzlocke weitermachen. Wie komme ich da jetzt am blödsten hoch? Achso, ich kann einfach klettern. Gut, okay. Ohne Nuzlocke weitermachen, aber dann will ich halt eben einigermaßen vernünftig spielen. Ich habe nämlich an meinem Hauptspielstand weitergespielt und da habe ich tatsächlich mich ein bisschen vorangearbeitet, sodass ich Pokémon gesammelt habe, die ich dann ins Team nehmen kann und so weiter und so fort. Ne? Kommt also irgendwann auch mal. So, jetzt werden erstmal Steine gestapelt. So. Und? Nee. Was? Oh Gott, nein. Das ist voll schief. Und da soll ich was drauflegen. Ja, das schaffst du. Ja, guck mal, Alter. Die sind super, die Steine. Die sind ganz, ganz toll. Die besten Steine der Welt. Das sind... Oh ja, guck mal hier. Siehst du? Ich nenne sie Dwayne The Rock Johnson. So, warte. Ich mache das ein bisschen spezieller. Weil andere Leute stapeln einfach nur so. Ich will rausfinden, wie flexibel die Steine sind, weißt du? Ob sie ein bisschen mitmachen. Weil, ich finde, man sollte Steine auch nicht mit Samthandschuhen anfassen, weil ich meine, ist ja eh auch schon eine harte Sache, dieses mit Steinen zu spielen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes sind ja Steine. Und deswegen, ne? Was labert der Mann wieder? Jetzt. Kannst du dich mal ein bisschen ausbalancen, welche Steine du da nimmst? Nimm doch die großen zuerst und die kleinen dann als letztes. Selber schuld, wenn es nicht klappt. So. Nice. Okay, gut, dann haben wir das. Dann geht's da noch was zum Klauen. Ja, es ist so, wenn wir einfach irgendwelche Sachen mitnehmen, die auf der Insel zu finden sind, dann ist das Klauen, Leute. Ihr könnt es romantisieren, wie ihr wollt. In einem Open-World-Spiel, wo man gewisse Sachen einfach mitnimmt, die einem nicht gehören, ist das Klauen. Und das unterstützt ihr mit solchen Aktionen. So. Und ich mache das ja eigentlich nicht. Ich unterstütze das ja eigentlich gar nicht, aber ihr wollt das ja sehen. Ihr wollt das Spiel ja sehen. Wisst ihr, was ich hier bin, Leute? Brad Pitt. Man kann in diesem Spiel auch Brad Pitt spielen. Das finde ich sehr, sehr schön. Sollte man viel öfter machen können. Klaus doch auch selber unsere Zeit. Bist genauso schlimm. Nö, ihr habt ja selber entschieden, hier zuzugucken. Jetzt den Schuh ziehe ich mir nicht an. Ihr wolltet hier zugucken. So, warte. Wo ist denn... Ach, das ist unter mir wahrscheinlich, ne? Wo ist denn das? Ist das wirklich da? Auch ganz da unten? Oh, nee, ey. Im Ernst jetzt? Oh, das ist ein Teddybär. Ich bin ein Teddybär. Ah! Oh, warte mal.
hinsetzen. Ich will mich daneben setzen. Oh. Ich bin so süß. Oh, ich bin ein Teddybär. Ich wollte mich einfach nur da hinsetzen. So, jetzt eigentlich noch eine schöne Stelle suchen, wo es einfach wahnsinnig toll aussieht und sich als Teddybär da hinsetzen. Fände ich mega. Fände ich mega. Nee, krabbel mal nicht. So, ja, hier, tschüss. Da schwimmt er noch. Guck mal, er geht baden. Ey, ich finde, das sieht aus, als ob es ihm gefällt. Wie ein kleiner Junge. Ja, natürlich. Das sieht doch aus, als ob es ihm gefällt. Der arme Teddy. Hey, dem gefällt das. Guck doch. Oh Mann, Leute. Jetzt mach doch nicht eine. Mach doch jetzt eine Mücke zum Elefanten. So, 22 Meter unter mir ist noch kein Schatz. Oh, warte. Genau. Nur nicht ertrinken. Du bist böse. Dem gefällt das. Was ist denn so schlimm daran, mal baden zu gehen, Leute? Geht ihr nicht baden? Da müssen wir mal drüber reden, ihr Schweine. Also bitte. Entschuldigung. Das, also... Also jeder muss mal baden. Ansonsten stinkt's halt. Guck mal, der ist doch, dem geht's doch gut. Ist doch nicht so, dass er jetzt stirbt. So, wo ist die Muschel? Ach, da. Du hast ihn geworfen. Hä, ja, der gibt... Also, wie lernt man Kindern das Schwimmen? Ja, man setzt sich auf den Beckenrand und dann macht man ein bisschen die Füße nass und guckt einfach so ein bisschen. Wie ist es denn zum Beispiel, wenn es arschkalt ist, das Wasser? Was macht man da am besten? Ja, sofort reinspringen, damit der Körper sich halt einfach so durch einen Schock so... Und dann, ah, oh, ist das schön angenehm. Und genauso habe ich es dem Teddybär ermöglicht. Weißt du, ich wollte dem ja was Gutes tun. Ich wollte, dass er sich dran gewöhnt ans Wasser. Und der war ja eh schon blau. Das heißt, also wenn ich jetzt anfange zu sagen, oh, guck mal, wie blau der ist, erstens wäre das diskriminierend, weil lass ihn halt blau sein, wenn er will. Und andererseits ist eben, dann kann ihm ja auch nicht kalt sein, wenn er eh schon blau war. Nicht indem man Teddys reinschmeißt ins Wasser. Ja, bestimmt. Weißt du das? So wie Russen. Schwimmblärt. Ja, und eine Wodkaflasche wird noch hinterher geschüttet. Das ist rassistisch, ne? Das sollten wir vielleicht jetzt nicht mehr kommunizieren. Ups. So, da gibt's noch was. Da drin. Wow. Wow. Mach mal, MJ. Wie lernen Kinder das Schwimmen richtig? Man wirft sie gegen die Wand und dann ins Wasser. Oh, Alter, jetzt hast du es aber ein bisschen übertrieben, ne? Also gegen die Wand habe ich noch nie ein Kind geworfen. Ins Wasser auch noch nicht, Leute. Lasst euch zusammen. Aber so hat man tatsächlich, also so habe ich das zumindest mitgekriegt. Ich habe letztens einen Artikel gelesen, dass es anscheinend in irgendeinem skandinavischen Land ist, glaube ich. Ich glaube Norwegen oder so, oder Finnland, da... lässt man Babys tatsächlich draußen schlafen in der Kälte, um sie an die Kälte zu gewöhnen. Das habe ich wirklich gelesen. Die lässt man draußen schlafen, um sie an die Kälte zu gewöhnen. Wie krank ist das denn? Aber ich bin das Monster, weißt du? Ich meine, einerseits, wenn es halt eben, wenn die halt einfach so sind, wie sie sind, dann kann ja sein, dass es was bringt oder beziehungsweise, dass es halt... dass es sogar sinnvoll ist. Kann ja auch sein. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich da ja nicht aus. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen brutal. Gott, die Armen. Ja, eben. Ich habe keine Kinder. Teufel, du kannst ja ausprobieren, ob das mit dem Teddy als Schwimmköder funktioniert. Wenn ich die Lieblingskuscheltiere von meinem Sohn ins Wasser schmeißen würde, ich weiß nicht, ob er hinterher schwimmt. Nee, der wird einfach so lang blären, bis ich es wieder raushole. Papi, mein Affe und meine Hase. Der wird so lange rumjammern, bis ich irgendwann nicht nur zu voll habe und es dann einfach wiederhole. Das wäre die Taktik von ihm und das wäre auch mega intelligent. So habe ich ihn auch erzogen.
Im Sinne von, mach nicht alles das, was... Also, mach nicht... Warte mal, komm ich da jetzt wieder hoch? Also, in dem Sinne, mach nichts Unnützes, sondern wenn du einen Dodo findest, der deine Arbeit macht, lass ihn machen. Später in der Schule auch so, weißt du? Bin ich jetzt nass, dass ich da nicht hochkomme, oder was? Mann, wie halt da dann? Guck mal, der Teddy ist immer noch da. Der lebt immer noch, Leute. Und wenn wir am Ende des Spiels sind, müssen wir nochmal hierher kommen. Wenn wir die Credits sehen, nach den Credits müssen wir nochmal hierher kommen und mal gucken, wie es dem Teddy geht. Ich überlege gerade, ob ich noch was anderes sehen kann, aber nee. Also ich könnte schon noch was anderes, aber ich sollte das nicht.